liebe Leute, ich bin's wieder, Monika Romer von der Encaustica-Akademie. Ich zeige euch heute mal ein paar Neuigkeiten oder überhaupt, was ihr wissen müsst über das Bügeleisen. Aber wir sagen gar nicht Bügeleisen, das ist mein Maleisen. Encaustic-Maleisen. Wahrscheinlich fragt sich jeder, warum nimmt ihr jetzt kein Bügeleisen von zu Hause fürs Hemdenbügeln? Tja, ganz einfach, weil das speziell von der Temperatur für Wachs ausgerichtet ist. Beim normalen Bügeleisen würden meine Wachse nämlich verkochen, verdampfen, weil das wird viel zu heiß. Und hier haben wir eine Elektronik drin, die ist ganz speziell auf Wachs ausgerichtet. Aber das ist nicht alles. Ihr könnt ja mal sehen, hier ist eine ganz glatte Maleisensohle, keine Teflonbeschichtung, keine Dampflöcher unten dran. Das können wir nämlich nicht brauchen bei der Malerei. Dann haben wir eine ganz niedere Sohle hier an der Seite mit einem ganz schönen Kantenschliff für die speziellen Effekte, die man mit der Encaustic-Malerei machen kann. So, das ist schon mal wichtig. Und ganz wichtig ist, die Drähte im Eisen, die sind alle abgedichtet. Wenn mal Wachs reinläuft, macht es gar nichts. Bei eurem Bügeleisen zu Hause gibt es dann doch schnell mal einen Kurzschluss. Und das ist uns doch zu gefährlich. So, hier kann man sehen, hier kann man schön einstellen, von Low nach High, je nachdem, was wir malen. Wenn ich jetzt nur auf dem Karton male, dann mache ich zwischen Low and High. Wenn ich jetzt auf kalten Untergründen Holz und Stein fließen, Leinwände, dann stelle ich die Einstellung High ein. So, noch ein anderes Highlight, das finde ich ganz toll. Man kann hier hinten diese Vorrichtung abnehmen, so. Ihr seht, ich habe es jetzt nicht extra geputzt, so sieht es einfach aus. Wie man das richtig putzt, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. So, und jetzt kann man das Ganze so umlegen, noch einmal draufdrücken, das ist nämlich warm. Und jetzt habe ich eine kleine Malplatte, da kann man nämlich dann die Karte drauflegen und auch schön malen. So, das waren schon mal die allerwichtigsten Sachen, die ich euch zeigen möchte. So sieht es aus und jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Hier vorne ist so eine, ja, wie so eine Höhle, ein Loch und so ein Knuddel und die zwei, die wollen immer zusammenkommen und dann kann man das hinten schön runterdrücken. Ihr habt es gehört, ist eingerastet, dann hält das Ganze wieder. Ja, so viel zum Maleisen. Wichtige Informationen für euch, damit die Malerei nicht schief geht. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.